Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Glücksblog aus dem Posthotel in Achenkirch. Ja, wie Sie sehen, sind wir hier im Weinkeller, der ungefähr 100 Jahre alt ist, hier im Posthotel Achenkirch. Und wie Sie sich vielleicht vorstellen können, wenn Sie sich hier so ein bisschen umschauen, geht es heute in dem Blog um den Genuss. Um den Genuss mit allen Sinnen und um die Fülle und um den Spaß und die Freude. Also wünsche ich Ihnen jetzt schon mal ganz viel Spaß und Freude hier im Weinkeller. Wenn wir uns entscheiden, achtsamer und bewusster leben zu wollen, dann tun wir das ja hauptsächlich auch, um mehr Freude, mehr Spaß, mehr Leichtigkeit und mehr Fülle zu genießen im Leben. Und dazu gehören natürlich auch die ganz irdischen Freuden. Der Wein ist ein sehr spirituelles Getränk, in dem viel Licht enthalten ist. Und mein Impuls für Sie heute ist, wo gönnen Sie sich den Genuss und wo haben Sie viel Freude und viel Spaß und meinen trotzdem, dass sie nicht Zeit genug dafür haben, dieses oder jenes zu tun oder zu genießen, was ihnen Spaß und Freude bringt. Wovon darf mehr in ihr Leben kommen? Und jetzt dürfen Sie unserem Restaurantleiter Bernd beim Weinöffnen zusehen, denn da ist so viel Wertschätzung, so viel Liebe und so viel Freude dabei, dass ich jetzt einfach still bin, damit Sie genießen können. Viel Spaß und viel Genuss. Und wie hat es Ihnen gefallen hier in unserem wunderschönen Weinkeller des Genusses? Wenn Sie Lust haben, freue ich mich immer, wenn Sie viel kommentieren. Ich antworte Ihnen auch gerne. Und einstweilen wünsche ich Ihnen eine ganz, ganz wundervolle Zeit, wo auch immer Sie sind. Und wir sehen uns im nächsten Glücksblog in einer Woche und ganz bestimmt auch bald wieder hier im Posthotel Achenkirch, wo die Reise beginnt. Dankeschön und bis bald, Michaela Graham.